Ganze hier bringt. Wir sind beim internationalen Boxbull-Shoppen im Universum hier in Hamburg. Das fand statt am Sonntag, den 12.02. um 11 Uhr. Und wir waren wieder dabei. Wir sind im ersten Kampf im Superweltergewicht. Valerio Quarta aus Berlin mit der blau-schwarzen Hose und M. Hagmans aus Holland mit den krausen Haaren, den orangefarbenen Bund an der Hose. Wir sind, wie gesagt, in der dritten Runde. Die ersten beiden Runden gingen ganz klar an Valerio Quarta und Hagmans hat kaum noch ein probates Mittel gegen Valerio Quarta. Nicht nur die Berliner waren in Hamburg, etwa 100 Berliner reisten mit dem Bus nach Hamburg, unter anderem der deutsche Meister Karl Heistermann, die Eltern von Ralf und Graziano Rocky Gianni und viele, viele andere Boxfans. Etwa 500 Boxsportfreunde waren am 12.02. im Universum Gym in Hamburg dabei. Ja, und da Sie natürlich wissen wollen, was heute noch alles so kommt, sage ich Ihnen das gleich mal. Sie erleben also Valerio Quarta, den wir hier mit der blau-schwarzen Hose. Danach kommen wir zum Superleichtgewicht, dann zum Halbschwergewicht. Ja, dann kommt der Kampf, auf den Sie alle warten, Michel Trabant, sein Debütkampf. Der kommt dann, ja, und zum Schluss Cruisergewicht, Ralf Rocky Gianni aus Berlin. Ja, und hier muss Hagmans angezählt werden, aber der Kampf wird noch einmal freigegeben. Ja, und ich verrate Ihnen kein Geheimnis, wenn ich Ihnen sage, das war's dann auch. Valerio Quarta beherrschte den Kampf von der ersten Sekunde an. Und hier zeigt das Kampfgericht, der Ringrichter und die Betreuer, dass man Boxen auch mit Verantwortung betreiben kann. Schon zum zweiten Kampf im Superleichtgewicht aus Moskau, Gagit Chachatrian. Und das ist der Mann in der weißen Hose. Und aus Belgien, Zeit Bedjuri. Der Moskauer boxte klar und übersichtlich. Der Belgier konnte nur 2 bis 3 klare Treffer erzielen. Runde 2 ebenfalls ganz klare boxerische Überlegenheit des Moskauers. In der dritten Runde, und die sehen wir nun, stürmt der Belgier wie wild los, doch zu viele Innenhandschläge und die Bestrafung kam. Allerdings erst in der vierten Runde. Der Belgier hält es sogar für nötig, in der dritten Runde seinen Gegner die Zunge herauszustrecken. Und ab der vierten Runde ist bei dem Belgier die Luft raus gewesen. Mit Kasperletheater und Fratzenschneiden versuchte er, den Moskauer zu überreden, unüberlegte Handlungen zu vollziehen. Doch der zeigte das Boxen von seiner besten Seite. Eine schulmäßige Deckung, die nicht zu knacken war. Den Versuch, eine Ringschlacht zu veranstalten, erstickte der Moskauer bis zur letzten Sekunde der 6. Runde des Kampfes im Keime. Klarer Punktsieger nach 6 Runden, Gagic Chachatrian aus Moskau. Wir wollen auch den Ringrichter hier mal erwähnen. Das ist Uwe Uhlmann aus Berlin. Wild und ungestüm greift der Belgier immer wieder an. Doch wie schon bereits erwähnt, der Mann aus Moskau lässt sich nicht irritieren und boxt ruhig und sachlich weiter. Ja, hier noch ein paar Daten. Delegierter war Jürgen Pedersen, Ringrichter, Uwe Uhlmann, Joachim Jakobsen und Manfred Küschler. Als Punktrichter fungierten Joachim Jakobsen und Manfred Küschler, Zeitnehmer Werner Laffin und Ringarzt Dr. Eckmann.
Und da war sie, die Zunge. Die Moskauer gewann zu Recht den 6-Runden-Kampf nach Punkten. Noch ein Nachtrag. Der Kampf im Superweltergewicht, Valerio Quarta aus Berlin gegen Heckmans. Dort haben Sie ja schon gesehen gehabt, gewann Valerio Quarta durch Abbruch, also technischen K.O. in der 3. Runde. Der Kampf war angesetzt auf 6 Runden. Wir sind nun aber im Halbschwergewicht. Wieland Beust in der weißen Hose gegen Wüstenbergs aus Belgien in der blauen Hose. Der Mann aus Salzgitter, Wieland Beust, bot, ja, was bot er? Ein Kampf ohne wirkliche boxerische Höhepunkte. Um aber der Chronistenpflicht Genüge zu tun, zeigen wir Ihnen die 1. Runde. Eine saubere Linke streckte den Belgier zu Boden. Wieland Beust beherrschte den Belgier problemlos bis zur 3. Runde und verließ zu Recht als Sieger den Ring. Die fehlende Routine allein war der Grund, dass es ihm nicht gelang, den Kampf vorzeitig zu beenden. Zwar ging der Belgier in der blauen Hose boxend in der 3. Runde abermals in die Knie und musste angezählt werden, dennoch blieb es am Ende bei einem Punktsieg für Beust. Boxerisch zeigte der Belgier mehr Krampf als Kampf. Mit Klammern und Catch-Aktionen bestand der Belgier die 4 Runden. Wenn man von einem Flop reden möchte zu diesem Kampftag, zu diesem Box-Frühschoppen, dann muss man sagen, war es der Kampf im Halbschwergewicht. Dennoch, das gleich zu Beginn, es war eine absolut gelungene und tolle Veranstaltung. Erwähnen wollen wir allerdings noch, dass Wieland Beust aus Salzgitter erst einen Profikampf absolvierte, dies also sein 2. Profikampf war. Also Sieger Wieland Beust aus Salzgitter nach 4 Runden. Kampf von Michel Trabant aus Berlin gegen Marc Piet aus Belgien. Ein Kampf über 4 Runden. Michel Trabant, Deutschlands jüngster Boxprofi, hatte in Hamburg sein Debüt gegen den Belgier Marc Piet. Mehr als 500 Boxfans warteten gespannt auf den Berliner, der von dem Berliner Trainer Werner Papke entdeckt und trainiert wird. Zu Michel Trabant gleich noch einige Daten. Sein Gegner Marc Piet hat bis dato 16 Profikämpfe mit Erfolg bestritten. Die Debatten um Michel Trabant waren gewaltig. Viele fanden und finden, dass ein 16-Jähriger im Profilager nichts zu suchen hat. Ohne Frage wird es für Michel sehr schwer werden. Dennoch, in noch nicht einmal 2 Jahren darf er die Bundesregierung wählen, darf Kredite bei der Bank aufnehmen. Und wenn man weiß, dass Michel in seiner Altersklasse keinen gleichwertigen Gegner finden kann, kann man, sofern er behutsam aufgebaut wird, dieser Entscheidung zustimmen.
Viele hatten erwartet, dass Marc Piet aus Belgien, ich sag's mal im normalen Jargon, eine Pflaume wäre, aber sie konnte sich ja selbst davon überzeugen, eine Pflaume, eine Null, war dieser Marc Piet ganz bestimmt nicht. Tja, damit sie nicht durcheinander kommen, noch mal ganz kurz, wer ist wer? Michel Trabant boxt in der schwarzen Hose mit dem gelben Streifen, Marc Piet in der schwarzen Hose ohne Streifen. Etwas, was mir persönlich nicht so besonders gefallen hat, war die Tatsache, dass Michel Trabant sich zu sehr auf sein Auge, auf seine Schnelligkeit verlässt und dabei die Deckung viel zu weit unten hat. Jetzt kann man spekulieren, hätte er Marc Piet jetzt geschlagen, hätte er vielleicht durch K.O. sogar in der ersten Runde gewonnen, hat nur der Gong Marc Piet geholfen, über die Runde zu kommen. Wie auch immer, wir sind jetzt in der zweiten Runde und jetzt gibt es ein paar Daten zu Michel Trabant. Erstmal die Frage, heißt er Michael oder Michel? Er heißt Michel. Ein A ist in dem Vornamen nicht enthalten. Also Michel Trabant, er ist 16 Jahre alt. Hatte am Kampftag, am 12.02. ein Kampfgewicht von 61,5 Kilogramm. Und zu seiner Vergangenheit, als Amateur bestritt er 53 Kämpfe, davon 48 Siege, ein Unentschieden. Er war viermal Berliner Meister, einmal deutscher Vize-Jugendmeister und wurde 1994 deutscher Juniorenmeister. Aus Mangel an gleichwertigen Gegnern boxte er 1994 in einer höheren Altersklasse. Aber selbst bei den Amateuren wurde sein Können absolut anerkannt. So wählte eine Jury ihn 1994 bei der Juniorenmeisterschaft unter 96 Boxern zum besten Techniker. Hier im ersten Profikampf, und davon könnte ich ihn nun selber am besten überzeugen, zeigt er, dass er ein gutes Auge hat, schnell ist, hart schlagen kann, was mir wie gesagt nicht gefällt, und das ist immer noch so wie in der ersten Runde, er vernachlässigt die Deckung ein wenig zu viel oder zu oft. Ja, und da folgt die Strafe auf dem Fuße. Der mehr als 10 Jahre ältere Belgier Marc Piet hatte mit Michel Trabant seine Schwierigkeiten, wie man sehen kann. Ja, und nach der 2 kommt die 3. Wir sind jetzt in der dritten Runde im Kampf, im Debütkampf von Michel Trabant aus Berlin gegen den Belgier Marc Piet.
Was mir bei Michel Trabant so besonders auch gefallen hat, war die Tatsache, neben seiner Schnelligkeit hat er etwas, was auch Ralf Rocchigiani besitzt. Er lässt den Gegner weder spüren noch sehen, wie seine Situation ist, wie er sich fühlt, was er denkt oder ob Ängste da sind, Zweifel oder dergleichen. Ein ganz starrer Blick, das verunsichert natürlich den Gegner. Eine Taktik, die Ralf Rocchigiani besonders gut drauf hat. Ja, es zeigt sich immer wieder, wenn Michel Trabant die Deckungsarbeit ernst nimmt, ist der Belgier absolut hilflos. Alle Schläge sind umsonst vergeudete Kraft. Ja, insofern ich es noch nicht erwähnt habe, Ringrichter in diesem auf 4 Runden angesetzten Kampf ist Uwe Ullmann aus Berlin. Machen wir noch ein bisschen Tratsch und Klatsch. Ebenfalls in der Halle. Ja, jetzt natürlich unpassend dazwischen zu reden. Ja, ebenfalls in der Halle war der Doppelweltmeister Darius Michalczewski und der deutsche Meister im Schwergewicht, der erst Ende Januar den Titel hier gegen Wiesenthal gewann, Mario Schießer. Ja, ohne Frage kann man sagen, ein gelungener Einstand von Michel Trabant. Und wir kommen jetzt, während Sie den Hinweis sehen, vielleicht doch mal zur Trabrennbahn rauszugehen, einen schönen Tag zu verleben. Jetzt kommen wir zur 4. und letzten Runde im Kampf im Leichtgewicht Michel Trabant Berlin gegen Marc Piet aus Belgien. Michel Trabant in der schwarzen Hose mit dem gelben Board. Korrigieren wir mal gelben Streifen, vielleicht besser. Ja, und da das Boxen momentan so schwer im Gerede ist, es ist schon eine gewaltige Heuchelei bei uns im Gange. Die Weiber dringen ins Boxlager, aber alle reden vom brutalen Sport. Ein Tritt gegen das Schienbein ist beim Fußball nur ein Foul. Ein abgestürzter Bergsteiger nur ein Unglücksfall. Wenn Menschen bei Olympia mit über 120 km/h von der Rampe springen, nichts Ungewöhnliches. Es gibt noch viele Beispiele. Klar ist, Boxen ist etwas anderes als Kegeln. Dennoch wissen beide Kämpfer genau, worauf sie sich einlassen. Jeder der beiden hat zu jeder Zeit die Möglichkeit, den Kampf wie beim Ringen oder Catchen aufzugeben. Die Härte eines Kampfes bestimmen die Sportler selbst. Kein Außenstehender, ob Zuschauer, Trainer oder Ringrichter, kann ernsthaft die Verfassung eines Boxers feststellen, ausgenommen bei einem Niederschlag. Das Stillstehen, während der andere Boxer scheinbar wild zudrischt, ist oftmals eine Taktik der Boxer, um so dem Gegner die Luft zu nehmen. Bestes Beispiel hierfür war Muhammad Ali im Kampf gegen Foreman und Norton. Und wir werden es wieder erleben im Kampf Foreman gegen Axel Schulz. Aber konzentrieren wir uns wieder auf den Kampf. Ja, Selbstkritiker werden bestätigen müssen, bisher Vorteile für Michel Trabant.
auch wenn man nicht immer Werner Papke zustimmen möchte, hier muss man ihm recht geben, Michel Trabant hat wirklich eine Zukunft. Ja, die vierte Runde fordert ihren Tribut. Michel Trabant wirkt etwas langsamer, dennoch schlaggewaltig, wie auch in der dritten Runde. Aber die vierte Runde fordert, wie gesagt, ihren Tribut. Viele Schläge gehen inzwischen daneben. Trotzdem kein Zweifel am Sieg von Michel Trabant. Des Kampfgerichtes einstimmiger Punktsieger aus Berlin, Michel Trabant. Und ich glaube, es hat sich jemand noch mal einen riesigen Beifall verdient. Es ist Deutschlands jüngster Profiboxer. Er hat gezeigt, dass er zu großen Hoffnungen Anlass gibt. Wir werden seinen Weg weiter verfolgen. Michel Trabant. Daten zu Terry Wright. Er brachte ein Kampfgewicht von 80,4 Kilogramm und die Erfahrung aus 45 Profikämpfen in den Ring. In der roten Ecke mit Wolfgang Wilke, dem Weltmeistertrainer, Berlins Boxliebling Ralf Rocchigiani. Sein Gewicht 86,0 Kilo sowie 47 Profikämpfe, davon 32 Siege, 15 durch K.O. und 7 Niederlagen. Er boxte mehrmals um die Europameisterschaft gegen die Weltspitze. Anders als sein Bruder Graziano Rocky Rocchigiani schaffte er bisher den Sprung zur EM oder zu WM-Titeln leider nicht. Trotz seiner 30 Lenze will Promoter Kohl Ralf noch einmal die Chance bieten, um die WM-Krone zu boxen. Von der ersten Runde an bestimmte Ralf das Geschehen im Ring. Terry Wright, der sich als absolut unorthodoxer und harter Boxer erwies, hatte nur wenige Glanzpunkte. Obwohl sich Terry Wright oft als Kasper im Ring betätigte, muss ihm bescheinigt werden, dass er schon gewisse boxerische Qualitäten hat, vor allen Dingen den amerikanischen Stil, der bei uns nicht so ankommt.
schwer erkennen konnten, sind wir in Runde 2 im Kampf. Ralph Rokidjani gegen Terry Wright aus den USA. Wolfgang Wilke verfolgt gespannt das Kampfgeschehen. Und ich hoffe, Sie auch. Tja, mehr als nur unorthodox die Kampfweise von Terry Wright. Die zweite Runde blieb eigentlich relativ ereignislos von Seiten des US-Boxers. Darum nun die Runde 3. In der roten Ecke sehen wir Wolfgang Wilke, der Mann, der Graziano Rokidjani zum Weltmeistertitel führte. Dass Boxen nicht nur was mit Einstecken zu tun hat, zeigt Ralph Rokidjani hier sehr eindrucksvoll. Ausweichen, das ist die Kunst des Boxers und den anderen zu treffen. Natürlich. Ja, und dann noch ein bisschen Geschichten am Rande. Ralph Rokidjani hat das Café von Karl Heistermann in der Grollmannstraße übernommen und das heißt jetzt Rocky's Inn. Also geht ihr vielleicht mal vorbei. Rocky's Inn in der Grollmannstraße. Die den Zuschauern wenig gefallen, aber von Ralph entsprechend bestraft werden. Tja, und die Linke von Terry Wright, die traf und saß. Derartige Dinge nimmt Ralph Rokidjani schon seit eh und je mit einem Lächeln. Es darf eigentlich nicht übertrieben werden, dann wird er doch sein. An dieser Stelle mal eine Zwischenbemerkung. Ich habe jetzt gelesen, dass Sauerland gerne möchte, dass in Zukunft ein weiterer Arzt am Ring anwesend ist nach diesem Weltmeisterschaftskampf. Bei Nigel möchte man einen solchen Vorfall nicht noch einmal erleben. Ich frage mich nur, wie viele Ärzte will Sauerland eigentlich engagieren, wenn der Kampf tatsächlich stattfindet? Graziano Rokidjani gegen Henry Maske. Dass dieser Kampf keine Spuren hinterlässt, bei beiden sicherlich, das ist wohl auszuschließen.
Ralf Rocchigiani dominierte von der ersten bis zur sechsten Runde das Kampfgeschehen. Und wir sind nun in Runde 7 im Cruisergewicht. Ralf Rocchigiani Berlin gegen Terence White, USA. Ja, und wieder muss Ralf Rocchigiani beweisen, dass er so manches einstecken kann. Das ist so eine Szene, wo dann Ralf allmählich sauer wird. Und wenn dann noch von irgendeiner Ecke eine dusselige Bemerkung kommt, dann ist ja nicht besonders gut anzusprechen. Jetzt hat er sich geärgert, das wird sicherlich gleich Reaktionen geben. Und da ist die Reaktion. Wir sind, wie Sie wissen, in der siebten Runde und trotz alledem wird der Kampf doch relativ schnell und kraftvoll geführt. So, wir kommen jetzt zur achten und letzten Runde der Veranstaltung internationaler Boxfrühschoppen im Universum Gym in Hamburg vom 12. Februar 1995. Ganz klar die ersten sieben Runden und da gab es keine Zweifel, klarer Punktsieger bis dato, Ralf Rocchigiani aus Berlin. Klare Innenhand vom Amerikaner. Deutlich sichtbar, der Amerikaner hat kaum noch etwas entgegenzusetzen, während Ralf lauert und seine Chance sucht. Die Schläge des Amerikaners wirken sehr kraftlos. Er verzweifelt. Aber hier versuchen wohl beide für einen Augenblick etwas Zeit zu schinden, etwas Luft zu holen. Und wieder eine klare Rechte an den Kopf des Amerikaners von Ralf Rocchigiani. Achte und letzte Runde. Der Amerikaner versucht mit linken Jabs
Ralf auf Entfernung zu halten. Doch auch das zeichnet einen guten Boxer aus, dass er den Schlägen ausweicht. Es geht nämlich nicht darum, und hier ist ein absolutes Beispiel dafür, es geht nicht darum, seine Birne zu halten. Das war eigentlich nicht besonders schön, was Ralf gerade machte. Er hat sich über irgendwen geärgert und das bekam Terry White zu spüren. Oder hat Terry White etwas getan, was nicht ganz regelkonform ging? Eigentlich eine Situation, die sehr, sehr selten bei Ralf vorkommt. Er ist ein extrem fairer Boxer. Ja, wir sind in den letzten Zügen des Kampfes, aber auch Terry Wright aus den USA ist in den letzten Zügen und stürmt auf Ralf Rocchigiani zu. Die Kraft ist bei beiden jetzt raus. Das war eben nichts. Die linke ging daneben. Und der Kampf ist zu Ende. Klarer Punktsieger wurde in diesem 8-Runden-Kampf im Cruisergewicht Ralf Rocchigiani aus Berlin.